Das Fährmannsfest, wie jedes Jahr, hier für 3 Tage in Linden auf dem Faustgelände. Im Hintergrund läuft Musik, das heißt, man kann sich hier auf ganz viele Bands einstellen, Spiel und Spaß für die ganze Familie und ganz, ganz viel mehr. Aber auch Menschen mit Behinderungen wollen auf ein Festival aktiv mitwirken oder auch einfach nur Spaß haben und sich umschauen. Das Netzwerk für inklusive Kultur hat es sich zur Aufgabe gemacht, es diesen Menschen mit Behinderungen auf so einem Festival einfacher zu machen. Zum Beispiel durch ein Lotsenprogramm. Organisiert, beziehungsweise die Lotsen werden ausgebildet, von Sina Rimpo, die selbst im Rollstuhl sitzt. Und was Menschen mit Behinderungen sonst noch alles auf einem Festival so machen können, das erfahren wir jetzt. Wir gucken uns um und sprechen auch mit Sina Rimpo. Fährmannsfest für alle. So steht es auf dem Flyer des Netzwerks für inklusive Kultur. Sie haben es sich zum Ziel gemacht, dass mehr Menschen mit Behinderungen beim Fährmannsfest mitmachen und dabei sein können. Manchmal brauchen diese Menschen eine Begleitung und genau deswegen gibt es seit 2012 die Lotsen. Der Lotsendienst des Netzwerks für inklusive Kultur wird seit 2 Jahren von der Region Hannover gefördert. Sina Rimpo bildet die Lotsen vorab aus, klärt sie auf und sensibilisiert sie für die Arbeit. Hat sich seitdem der Anteil der Menschen mit Behinderung gesteigert, die sich dann tatsächlich auch trauen, auf so ein Fährmannsfest zu kommen mit den Lotsen? Ja, also wir hatten letztes Jahr, hatten wir das erste Mal die Lotsen und da war nicht so große Beteiligung von Menschen mit Behinderung. Da haben wir eher die vor Ort sind, angesprochen, ob wir helfen können. Und dieses Jahr hatten wir aber schon mehr Anmeldungen und es steigt immer mehr. Knapp 40 Lotsen tummeln sich dieses Jahr auf dem Fährmannsfest. Jeder konnte sich bewerben. Der Lotsendienst rekrutiert sich aus freiwilligen Helfern. Dieses Jahr gibt es viele Lotsen, die von der MHH-Pflegeschule kommen, wie auch Hanna. Sie ist Krankenpflegeschülerin an der Medizinischen Hochschule. Hanna begleitet Jan, der im Rollstuhl sitzt, und beide sind das erste Mal auf dem Festival. Wie ist das für dich hier mit Lotse über das Fährmannsfest? Ich finde das deutlich einfacher, ganz einfach aus dem Grund, weil die Wege hier ziemlich rollstuhlunfreundlich sind. Da komme ich zwar mit meiner Kraft durch, aber jemand, der weniger Kraft hat als ich, der kommt da einfach nicht durch und würde es ohne Lotse gar nicht schaffen. Ich habe ja jetzt gerade auch gehört, dass tatsächlich, seitdem es dieses Lotsenprogramm gibt, auch immer mehr Menschen mit Behinderung auf das Festival kommen. Das heißt, so du alleine wärst heute gar nicht gekommen? Nein. Weil es einfach auch der Weg ist nicht so einfach zu finden von der nächsten Straßenbahnhaltestelle hierher. Ich habe gedacht, man könnte der Musik folgen, aber die Musik fing ja erst viel später an. Aber ja, es hat sich doch gelohnt. Was gefällt dir denn bis jetzt am besten? Die Musikbühne auf jeden Fall. Da ist viel Abwechslung, viel Programm und man kommt auch wesentlich näher an die Bands ran als bei diesen übergroßen Festivals, die ja auch gerade in Deutschland weit laufen. Aber Inklusion heißt nicht nur anschauen, sondern auch mitmachen. Selbstgebackenen Kuchen und Gebäck gibt's vom Teilhabezentrum Linden Süd, während im Hintergrund die Band Die Eisbrecher läuft. Jeden Donnerstag probt die 12-köpfige Band in den hannoverschen Werkstätten für ihren nächsten Auftritt. Auf dem Fährmannsfest haben sie längst Tradition und gehören zum festen Bestandteil der Kulturbühne. Ja, vom Lotsenprojekt über den Kaffee- und Kuchenstand bis hin zu der Band Die Eisbrecher. Und das alles von und mit Menschen mit Behinderung. Inklusion ist auf dem Fährmannsfest groß geschrieben und auch in unserer Gesellschaft wird dieses Thema immer wichtiger. Und das Fährmannsfest macht gerade den Anfang. Und wie wir vorhin am Lotsenstand so schön erfahren haben, nach oben hin ist noch alles offen.